eins meiner Lieblingsthemen als Präventionstrainerin ist wirklich Muskeltraining, Muskeltraining, weil wir in der zweiten Lebenshälfte sonst von der Kraft her wirklich bergab gehen. Und dieses Bergabgehen hängt aber davon ab, wie wir uns verhalten. Es ist wirklich kein Schicksal. Trainiert eure Muskulatur und dann habt ihr auch im höheren Alter wirklich noch einen Fitnesszustand, dass auch das Skelett und die Gelenke total happy sind, weil sie geführt werden und gehalten werden und bedient werden. Ich möchte mir drei Hauptmuskelgruppen heute mal rausgreifen. Hinten quer die Rückenmuskeln, die zum Aufrichten gedacht sind. Dann die Oberschenkelmuskeln und auch die Po-Muskeln. Und wir wollen die unbedingt trainieren, weil unser Prozentsatz sonst eben runterfährt. Und kurz noch eingeflochten das Thema Blutdruck. Beim Blutdruck denkt man oft, wenn man vielleicht mal im Internet recherchiert und sich auch mit anderen unterhält, dass der Blutdruck halt im Alter allmählich nach oben geht. Das ist zwar statistisch richtig, das ist aber überhaupt nicht empfehlenswert. Also die Schere Muskeln runter, Blutdruck hoch führt in ein Krankheitsprogramm vom Allerfeinsten und zwar mannigfaltig. Deshalb bitte mit uns gemeinsam trainieren, euch aktivieren lassen, auch euch motivieren lassen, den Muskelanteil schön auf einem guten Plateau, auf einem Niveau zu halten oder sogar zu steigern und den Blutdruck lieber auch normal halten oder wenn er zu hoch ist, durch Training wieder etwas senken. Und in diesem Sinne machen wir erstmal schon mal hinten eine Aktivierung für die Quermuskeln, die Schultern deutlich zurückziehen. Ich versuche mal klarzumachen, das Alter ist wirklich kein Grund, um irgendeinem komischen gebückten Rücken zu entsprechen. Bitte unbedingt zurückziehen und wieder zurückziehen. Und dann euch aber auch klar machen, ja, dieses Zurückziehen ist ja schon mal nett, aber eigentlich ist es auch zu moderat. Deshalb können wir mal hinten bleiben, ein paar Mal federn, federn, federn und dann auch mal hinten halten. Und wenn wir dann schön geradeaus gucken, die Schulterblätter sind sehr eng beieinander, kriegt die Muskulatur schon einen Impuls, dass sie merkt, oha, ich werde gebraucht. Sobald ihr rund seid, über dem Computer hängt, schaltet sich doch alles aus da hinten. Der zweite Aspekt waren ja die Gesäßmuskeln. Das können wir sogar ganz hervorragend kombinieren. Wir haben jetzt ein Senken des Schwerpunktes über das Beugen der Knie. Da springen schon die Po-Muskeln mit an und auch die Oberschenkelmuskeln. Und wir addieren jetzt noch die quer verlaufenden Rückenmuskeln. Zieht die Arme und Schultern zurück, kommt dann eine Kniebeuge, bei der ihr darauf achtet, dass die Knie bitte keine X-Form bilden, sondern schön parallel zueinander bleiben. Und dann können wir hier anhalten, mehrfach federn. Und wir können hier sogar auch noch die Arme ausstrecken und wieder ranholen. Und da merkt ihr schon ein wenig, oh ja, die Oberschenkel werden echt trainiert, die Gesichtsmuskeln machen wirklich mit. Und wenn wir dann noch die Arme oben halten und dort dezent federn, wird uns wärmer und wärmer, weil wir so multimuskulär unterwegs sind. Und dann lasst ihr euch runterhängen, lockert schön durch und mit aufgesetzten Händen rollen wir dann wieder nach oben. Und sobald das einwandfrei funktioniert, können wir uns natürlich Hanteln nehmen, Sandsäcke, Apfelsinennetze, aber irgendetwas nehmen, was unseren Körper praktisch nochmal beschwert. Weil aus diesem Impuls rein in die Muskulatur kommt wirklich eine Verbesserung, eine bessere Stärke. Und das wollen wir, das wollen wir. Alt werden ist eigentlich nicht so richtig lustig, aber mit Muskulatur macht es plötzlich alles wieder mega Spaß. Ich kann es euch nur sagen, ich bin ja über 60 und das ist einfach toll. Ich merke überhaupt gar nicht, dass ich so alt bin. Bis zum nächsten Mal. Bitte einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, mischt einfach bei uns mit. Könnte hilfreich sein.